du dich versiehst, steht er dir im Finale gegenüber. Der Wack MC. Ich dachte so beim Hören deiner Runde, was ist das für ein Dreck? Und hab mir danach dann die Frage gestellt, wer liest ein Buch, wenn der Autor im Vorwort schon sagt, es ist schlecht, immerhin wirst du so der Erwartung gerecht. Auch wenn das Marketing sein soll, ist dein Marketing wack. Ich bin länger dabei, du hast recht, doch du hältst dich ja jetzt schon für ein Mädchen seit 2011. Also sag nicht, bei mir tut sich nix. Dein Höhepunkt, ein Finale mit gefühlten 10 YouTube-Klicks. Cool. Pass auf, wenn du Versprechen machst. Louis sagte, du feierst mich und schneidest du dir jetzt den Penis ab? Rhetorische Frage, denn das machst du jedes Mal, sobald du deine Fresse öffnest. Du feierst mich wohl schon länger, was? Du bist real, denn du verbiegst dich nicht, weil ein Haufen von Kids sehen will, dass du behindert bist. Ich bitte dich, von mir gibt es keine Props für dich. Warum? Weil du eine jämmerliche Fotze bist. Alter, wie schlecht. Was ist das für ein Finale, man? Mal einen echten Namen nennen und denk, man hat krass gebattelt. Cool. Logisch, wenn dir nichts einfällt, dann googelst du und drehst auch analog dazu die Runde in einem schwulen Club. Da hüpft dann Louis rum und passend zur gesamten dargestellten geistigen Umnachtung macht dir auch ein Moondie-Hook. Ich rappe über Handys, du überschätzt alte Gegner und Familie, doch nichts, was mich battelt. Ich hab keinen Tipp für dich, aber einen Tritt für dich und die Info, dass deine Runde beschissen ist. Freilos-Lines klingen dumm von dir. Wenn meine Freilose deine gewesen, dann wärst du nicht hier. Zeig mein Handy, los. Ich steck's dir in den Arsch und schreib dir 100 SMS, in denen steht, du bist ein Spaß. Ich will auch ne Fremdhook, doch hab nix anzubieten, weil alle, die ich kenne, dich zu belanglos finden. Melanie und Mu, was? Das ist kreativ. Ey, beiden setzt euch nackt in die Wanne voller Gier. Ihr habt recht, Mann, ihr seid keine Witze. Das wär ja noch lustig, ihr seid peinliche Bitches. Wenn man sagt, dass man nicht weiß, was man sagt, dann haut man den Nagel in den eigenen Sack. Doch der Wackness-Kompensierer nimmt sich den Sieg und kompensiert den letzten Wack MC. Du hattest in der Schule sicher einen Einzelplatz. Zwei kleine Klugscheißer, wie dich einfach keiner mag. Du wirst den Kompensierer im Duden nicht finden, denn er ist damit beschäftigt, deine Runde zu fisten. Ey, was soll das bitte sein? Mel, du bist der Reimkompensator, weil du gar nicht mehr reimst. Schlecht, wie Details aus meinem Leben auszudenken. Das ist kein Klatschmagazin, du sollst den Gegner hier schon battlen, du Genix. Ich zeig das Konter nicht mehr. Ist meine Couch, meine Wohnung, meine Fritzbox und fertig. Ich denk, ein neuer Name für dich wäre angebracht. Nenn ich Bitch Rap oder Melanie, die Laberwacke. Du bereicherst Hip-Hop, denn du zeigst vielen Menschen, dass Wack ist so viel mehr ist als beschissen rappen. Und alle reden jetzt von League of Legends, sie sagen Wall OP, lass mal diesen Spliff-Test. Melanie und Mu, was? Das ist kreativ. Ey, beiden setzt euch nackt in die Wanne voller Gier. Ihr habt recht, Mann, ihr seid keine Witze. Das wär ja noch lustig, ihr seid peinliche Bitches. Wenn man sagt, dass man nicht weiß, was man sagt, dann haut man den Nagel in den eigenen Sack. Doch der Wackness-Kompensierer nimmt sich den Sieg und kompensiert den letzten Wack-MC. Du weißt nen Scheiß, halt's Maul. Würde ich ne Promo machen wollen, wär ich hier schon lange raus. Dein Steckenpferd ist Dreck erzählen. Ich nutz maximal dich gerade aus zum Geld verdienen. Du hast 10 blöde Intros in deinen Runden eingebunden und findest meine Werbung wäre zu viel des Guten. Fuck, du musst mich doch grad betteln, aber machst mir Komplimente und sprichst von Blood Desert. Das wird ja immer besser. Hey. Du weißt ja selber, dass der raus ist. Ich dachte erst, das hättest du vergessen. Hi, ich bin hier und brauch kein YouTube, um zu sehen, dass deine Sachen nicht cool sind und nie cool sein werden. Ich hab viele Verkleidungen am Start. Okay. Du bist in deiner nur gefangen, scheiße Quatsch und da peinlicher Spaß. Oh. Du brauchst mir nichts erzählen, denn du siehst auch ohne Fischeye-Effekt aus wie Pinky und Brain. Mich nimmt keiner ernst. Was? Von einem, der sich Melanie nennt und sich Zöpfefläche, trifft mich das sehr wenig. Und es geht dich eine Scheiße an, was bei mir so geht. Du triffst dich mit Louis auf der Toilette zum Video drehen. Wer onaniert auf Handys? Jede Stelle in deinem Text ist ein Holzhammer-Argument für deine Wackness mit Freilosen bis ins Finale, Mann. Echt cool. Dich zu vernichten ist Schadensbegrenzung. Melanie und Mu, was? Das ist kreativ. Ey, beiden setzt euch nackt in die Wanne voller Gier. Ihr habt recht, Mann, ihr seid keine Witze. Das wär ja noch lustig, ihr seid peinliche Bitches. Wenn man sagt, dass man nicht weiß, was man sagt, dann haut man den Nagel in den eigenen Sack.